wirkte auf mich richtig, richtig schüchtern. Auch in der Klasse wieder. Und hat wieder ein Beat rausgedroppt. Wir hören mal rein, ob das gut ist, Leute. Oh, wie geil klang das denn? Wie geil ist das denn? Die Margangs sind am Start. Ey, Margos am Start. Willkommen zu diesem Video. Ich hoffe, dass es euch heute richtig gut geht. Und dass ihr ein verdammtes Lächeln mitgebracht habt, Leute. Heute mit einem zweiten Teil von Beatbox-Videos. Ihr wisst ja, ich bin relativ leicht zu begeistern für irgendwelche Talente. Beatbox höre ich mir unheimlich gerne an. Auch schon früher habe ich mir immer Beatbox-Videos angeguckt. Ich kann selber überhaupt gar nicht Beatboxen. Also ihr braucht gar nicht nachfragen. Ja, ich kann es nicht. Grüße gehen auf jeden Fall raus an die Margangster, Xani Yuxi, an MC Chicken, an SM Cat und den ersten Kommentar hat LW Margangster geschrieben. Da ist wahrscheinlich wieder ein richtiger Margangster am Start. So muss es auf jeden Fall sein. Wenn du im nächsten Video auch grüßt werden willst, einfach einen Kommentar schreiben oder im nächsten Video der allererste Kommentar sein. Wir fangen mal mit unbekannten Videos an. Das war ja im letzten Video der Mega-Hit. Ich habe irgendwie einen unbekannten Beatboxer gefunden, habe gesagt, der hat Mega-Talent und die Margang hat ihn dann einfach zerstört, Leute. Das Video hat inzwischen durch über 20.000 Aufrufe. Sein Kanal hat hunderte Abos. Vorher hatte er nichts und das ist dann auch immer cool. Videos sind alle in der Beschreibung verlinkt, Leute. Wir fangen mit dem ersten an. 4 Aufrufe hat der Junge und wir gucken, ob der Junge Talent hat. Ich habe keine Ahnung von Beatbox. Ich guck nur, ob es gut klingt oder ob es nicht gut klingt, Leute. Let's go. Yo. Beatbox Freestyle. Der Boy hockt hier an irgendeinem Wasserfall oder so. Ja, da kann man der Kreativität freien Lauf lassen. Halt's Maul, dein Margo, halt aber dein Maul. Ja, ein paar Sounds hat er auf jeden Fall schon drauf, das hört man. Ja, definitiv nicht schlecht. Also er kann es auf jeden Fall. Er kann auf jeden Fall so ein paar Sounds machen. Ich habe auf jeden Fall schon Besseres auch gesehen, aber es ist gut. Ich muss mal ein bisschen rein. Ja, dies, das, jenes, aber ansonsten ist es okay, ist okay, ist okay. Leute, gibt es von euch da draußen Leute, die Beatbox können? Bestimmt, muss es ja geben, Leute. Wenn ja, schickt mir die mal auf Instagram zu. Auf Instagram erreicht ihr mich immer am besten einfach Direct Message oder markiert mich oder was weiß ich. Und wenn es genug Videos zusammen... wenn genug Videos zusammenkommen, Leute, werde ich daraus auch mal ein Video machen, das von meinen Zuschauern sozusagen die Beatbox-Videos bewerten werde. Genau, schickt mir die einfach auf Instagram, @elmargo. Okay, dann gibt es natürlich wieder, das habe ich auch im letzten Beatbox-Video gehabt, und zwar, dass es irgendwelche lustigen Väter gibt, die mit ihren Babys irgendwelche lustigen Beatbox-Geräusche machen, und da gucken wir jetzt mal rein, das finde ich immer mega lustig. Auf geht's. Ihr könnt ja mal einen Daumen hoch da lassen, wenn du es auch echt lustig fandst und wenn du von Beatbox auch so begeistert bist. Weil Beatbox-Baby so geil ist, geht es weiter. Das ist geil. Der kann es auf jeden Fall. Asiaten sind da richtig gut drin. Es gibt auch, wie hieß der, Daichi Beatbox oder so. Der hat auf jeden Fall richtig drauf. Ich bin mal gespannt, ob das Baby noch was macht. Hey, wieso können so viele Beatbox? Können das so viele? Könnt ihr das? Ja oder nein? Ab mal in die Kommentare damit. Oh, wie geil klang das denn? Nochmal. Mal nochmal, Junge, mal nochmal. Das kleine Kind freut sich nur, das macht gar nichts. Alter, was kann der für Sounds? Donald Duck? Aber Donald Duck können mehrere, also da habe ich auch welche im Freundeskreis, die das richtig gut können, aber... Wir gehen direkt ins nächste Video, und zwar haben wir noch so Beatbox-Kit, also richtig schlechte Qualität, aber wir schauen mal rein, ob dieser 10-jährige Junge es drauf hat. Auf geht's, Digi, zeig mal, was hast du drauf. Das ist auch schon heftig. Alter, krass. Diese verschiedenen Sounds so viel und so. Also, aber das ist schon mit 10, Alter. Heftig. Komm, Dave, hau ihn raus. Hammer.
Hammer. Hammer, der Boy. Der hat's auch auf jeden Fall drauf. Wenn jetzt noch ein bisschen die Soundqualität ein bisschen geiler wäre, er das alles ein bisschen ausschwingen, dann könnte er richtig was aus seinem Talent machen. Also, Bro, Junge, ich mach dich groß. Schreib mich einfach an. Hier, Imago, meine Kontaktdaten alle in der Infobox. Schreibt mich an auf Instagram, ja, wenn ihr auch Talente habt. Schreibt mir auf Instagram, Leute. Vielleicht kommt ihr mal in irgendein cooles Video, weil ich möchte so ein paar neue Formate vielleicht auch reinbringen, ja, wo ich auf eure Clips reagiere und so. Kid, make Speedbox. Already done a video. Yes, I do know that. Okay, der Boy sieht irgendwie aus, als wenn er schon so ein bisschen älter wäre. Keine Ahnung. Also der könnte auch schon irgendwie 20 sein oder so. Der will jetzt auf jeden Fall Beatbox machen. Go, 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 go. Ich weiß nicht, ob der Boy schon gestartet ist, aber ich glaube, das soll das schon sein. Go, 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 go. You can, you can, you can. Ah. You can add me. You can add me on Twitter. Go. Bah. Boom, boom, boom. You can add me. You can add me. Bah. Also ich weiß jetzt nicht. Vielleicht findet ihr es geil so, aber auf mich wirkt das so ein bisschen. Nun ja, wie soll ich sagen? Also es ist lustig auf jeden Fall. Hauptsache, das Video hat 420.000 Klicks. Okay, es hat auch dafür mehr Dislikes als Likes. Also this guy is sick. Der Typ ist krank gut. Ja, ist er absolut. Der hat's auf jeden Fall. Ja, könnte wahrscheinlich Ironie sein. Er sieht wie 30 aus. Ja, finde ich auch. Er sieht auch ein bisschen echt älter aus irgendwie. Aber wir gehen ins nächste Video. Und zwar haben wir, nein, wir haben doch im ersten Video, wisst ihr das noch, uns angeschaut, diesen Jungen, der in dieser Schulklasse war und übelst fette Speedbox rausgehauen hat. Und der hat hier noch ein Video, ich glaube, kurze Zeit später rausgehauen, auch in der Klasse wieder und hat wieder ein Beat rausgedroppt. Wir hören mal rein, ob das gut ist, Leute. Also er kann es auf jeden Fall, da brauchen wir nicht drüber reden. Im Hintergrund sind die schon wieder alle so am gucken so. Das Mädchen rechts lacht einfach nur. Die im Hintergrund kriegen schon einen Anfall. Okay, der Boy ist auf jeden Fall richtig krass am Beatboxen. Er wirkt auf mich richtig, richtig schüchtern. Also, ja, so ganz verlegen. Sieht aus wie so ein kleiner Harry Potter. Also, ich hoffe nicht, dass er irgendwie geärgert wird oder so. Weil er hat es auf jeden Fall drauf und dann sitzt er da ganz schüchtern. Alle denken so, ha, warum ist der immer so leise und so. Und dann haut der einfach so einen Beatbox da raus. Mega lustig. Er macht das auch mega schüchtern, so den Kopf nach unten und so. So gar nicht selbstbewusst. Aber er kann's. Und er ist jung. Er ist ja richtig jung. Wie alt ist er? Keine Ahnung. Das Mädchen im Hintergrund rechts so. Was ist hier los? Was ist hier los? Jetzt bringt er da sogar noch einen Sound rein und das Mädchen so im Hintergrund wie im Film so. So. Ah ne, die lacht wirklich ernsthaft. Ja, bring doch mal so ein paar Gesang. Er ist noch nicht fertig. Aber das powert ihn aus. Man merkt das richtig auch mit dem Atem und so, glaube ich, musst du das echt ein bisschen können. Kannst nicht. Nö. So, aber es ist, ich weiß nicht, ob Beatbox, ob das Übungssache ist, ob man es lernen muss oder ob man es von Anfang an kann. Was war der denn? Die Leute in der Klasse finden das auch echt amüsant, habe ich das Gefühl. Alien Frog. Jetzt sagt der Typ hinter der Kamera Alien Frog und ich weiß schon genau, was es ist. Das war auch im ersten Teil so. Der sagt er, wie du dieses Alien Frog Things machst, also dieses Alien Frosch Geräusch. Keine Ahnung. Und er macht es jetzt, glaube ich, noch. Alright, I'm gonna do the ultimate Alien Frog. Okay, watch this.
Ja, es könnte ein Alien sein, aber es erinnert mich eher weniger an einen Frosch. Ich weiß jetzt nicht, wieso es Frosch-Sache heißt. Ist auf jeden Fall egal, auf jeden Fall hat er es drauf. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst jetzt einen Daumen hoch da. Lasst einen Daumen hoch für die Beatboxer. Lasst unbedingt ein Abo da, wenn du noch kein Margangster bist, ja, damit die Margang weiter wachsen kann. Abonnieren kannst du mich auch einfach ganz schnell hier. Hier siehst du den ersten Teil von dieser Beatbox-Serie. Richtig cool geworden auch. Und hier siehst du meinen allerneuesten Upload, Leute. Klickt irgendwo drauf, seid aktiv oder schaut auf meinem Kanal vorbei. Checkt auch mein Instagram ab. Auf Insta könnt ihr mir Fotos und Videos schicken und vielleicht kommt ihr mal in ein Video. Wir sehen uns in einem neuen Video. Bis dann. Ciao, ciao, euer Imago.